Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge, genau genommen dem dritten Teil unserer Serie über die Anfänge, wie sie in der Bibel beschrieben stehen. Und wir hatten in den beiden letzten Folgen uns bereits das erste Kapitel im ersten Buch Mose angeschaut und hatten aufgehört, wo wir heute beginnen wollen, nämlich mit der Erschaffung des Menschen. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 1 und Vers 26. 1. Mose Kapitel 1 und Vers 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Wir hatten gesehen, dass das hebräische Wort für Gott, das Wort Elohim, ist ein plurale Tantum, ein Wort, das zwar vielfach in der Grammatik im Singular gebraucht wird, aber gleichwohl eine Pluralität beschreibt. Und so lesen wir auch, dass Gott sagt: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Der Mensch wurde also nach dem Bilde Gottes geschaffen, und Gott besteht zurzeit aus zwei Personen, nicht aus drei, sondern aus zwei Personen, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Und wir haben in vielen Stellen der Bibel gelesen, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Wir sehen also, dass hier es Jesus Christus war, der dann den Menschen erschuf. Aber es war aufgrund des Geheißes des Vaters geschehen. Was ist der Mensch? Viele meinen, der Mensch sei die höchste Stufe eines Evolutionsprozesses, das aus den Tieren hervorgegangen ist, oder vielmehr die aus den Tieren hervorgegangen ist. Und andere meinen, der Mensch sei oder habe eine unsterbliche Seele. Der sei also unsterblich, selbst wenn er stirbt, würde er weiterleben. Nun, die Bibel sagt keines von beiden. Die Bibel sagt, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde, nicht nach dem Bilde irgendeines Tieres. Aber die Bibel sagt keineswegs, dass der Mensch unsterblich ist. Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 2 und Vers 7 an. 1. Mose 2 und Vers 7. Da machte Gott der Herr. Und auf diese Bezeichnung werden wir noch zu sprechen kommen. Gott der Herr. Im Hebräischen wird das Wort hier Yahweh gebraucht. Und Luther hat dies, wenn das Wort Yahweh gebraucht wird, J-H-W-H im Deutschen, immer mit Herr übersetzt, aber mit Großbuchstaben versehen, um es deutlich zu machen, dass es hier um Gott den Herrn geht und nicht um einen Herrn, wie es im Hebräischen normalerweise gebraucht wird. Da wird das Wort Adonai gebraucht, ein ganz anderes Wort. Also machte Gott der Herr, und wie wir noch sehen werden, kein anderer als Jesus Christus, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward oder wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Also vorher war der Mensch ein totes Wesen, könnte man sagen. Nun, im Hebräischen wird das noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Luther hat es ein bisschen unklar gebracht, sagen wir einmal. Ich möchte einmal aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Da wird nämlich die Stelle in 1. Mose 2 und Vers 7 wie folgt wiedergegeben. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und so ist das auch richtig übersetzt, denn im Hebräischen steht in der Tat das Wort Nefesh, und das Wort Nefesh bedeutet Seele. Und so sehen wir, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde, als Gott ihm den Odem des Lebens, den Atem des Lebens einhauchte. Er war zuvor eben keine lebendige Seele, sondern eine tote Seele. Und so lesen wir auch in vielen Stellen der Bibel, dass der Mensch die Seele ist. Nicht, dass er eine Seele hat und schon gar nicht, dass er eine unsterbliche Seele hat, sondern der Mensch ist die Seele. Das ist, was der Mensch ist. Und schauen wir uns einmal an, was im Buch Hesekiel geschrieben steht, im 18. Kapitel. Hesekiel Kapitel 18. Und zunächst einmal möchte ich es wiederum aus der Lutherbibel vorlesen, die wiederum nicht so genau ist. Aber ich möchte dies zum Ausdruck bringen, um deutlich zu machen, dass man schon ein bisschen auch in die Übersetzungen hinein sich versenken muss hin und wieder, um zu sehen, was denn wirklich hier
ausgesagt wird. Hesekiel 18, Vers 4, da heißt es, denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne, jeder, der sündigt, soll sterben. Jeder, der sündigt, soll sterben. Und das wird dann nachher nochmals wiederholt. Nun gut, schauen wir uns einmal wiederum an, was die Elberfelder Bibel hier schreibt, gemäß dem hebräischen Urtext. In Hesekiel 18 und Vers 4. Und man muss sich wirklich fragen, warum Luther das in der Weise übersetzt hat. Nun, Luther hat offensichtlich an eine unsterbliche Seele geglaubt und hat dadurch gewisse Dinge so wiedergegeben, dass sie irgendwie seiner Vorstellung gemäß glaubhaft klangen. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wie Sie ja wissen, hat Luther sogar das Meisterstück vollbracht, in Anführungszeichen, das Wort Passa, wie es im Neuen Testament gebraucht wird, mit Ostern zu übersetzen. Eine grausamere Fehlübersetzung kann man sich kaum vorstellen. Schauen wir uns hier an in Hesekiel Kapitel 18 und Vers 4, wie die Elberfelder Bibel das bringt. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Also es geht um den Menschen. Aber der Mensch ist eine Seele. Und die Seele ist sterblich. Der Mensch ist sterblich. Und wenn der Mensch sündigt und nicht bereut, dann wird er sterben. Er wird den ewigen Tod sterben. Die Seele ist keineswegs unsterblich. Es wird dann fortgefahren wie folgt in Vers 20. Da sagt Gott erneut, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit der Gottlosen soll auf ihm sein. Und dann noch einmal in Vers 23, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Es geht hier um den Tod und das Leben der Seele. Und nebenbei gesagt, übersetzt die Menge Bibel und die Zürcher Bibel diese Stelle in Hesekiel 18, Vers 4 genauso. Übersetzen also auch hier wiederum das Wort Seele. Denn in der Tat steht hier das hebräische Wort Nefesh. Und das Wort Nefesh bedeutet eben Seele. Aber es geht nicht um eine unsterbliche Seele. Nirgendwo lehrt die Bibel, dass die Seele unsterblich sei. Schauen Sie selbst, Tiere werden mit Seelen beschrieben. Es geht lediglich um physisches Wesen, um physisches, aber vergängliches Leben. Zunächst einmal wiederum in der Lutherbibel im 1. Mose Kapitel 1. 1. Mose Kapitel 1 und Vers 20. 1. Mose Kapitel 1 und Vers 20. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und auch Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier. Ein jedes nach seiner Art. Nun gut, schauen wir uns wiederum an, wie die Elberfelder Bibel dies bringt. In 1. Mose Kapitel 1 und zunächst einmal Vers 20 in der Elberfelder Bibel. Die schreiben auch zunächst einmal, Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Aber dann haben sie eine Anmerkung. Und in der Anmerkung heißt es, oder Seelen. Weil nämlich das hebräische Wort wiederum das Wort Nefesh ist. Und so übersetzen einige auch, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebendiger Seelen wimmeln. Aber natürlich hier bezieht sich dies auf Tiere. Aber auch Tiere sind Seelen. Und sogar werden Seelen mit Leichnamen identifiziert, manchmal in der Bibel. Menschen, die gestorben sind, Tiere, die gestorben sind. Das sind eben die Seelen, die dann nicht mehr lebendig sind, sondern tot. Also wie gesagt, der Mensch ist keineswegs eine unsterbliche Seele, möchte ich einmal sagen. Und er hat keine Unsterblichkeit in sich. Die Unsterblichkeit muss ihm von Gott verliehen werden. Der Mensch, der nicht bereut, der seinen Weg der Sünde geht und gehen will und keinerlei Bedürfnis in sich verspürt, diesen Weg zu ändern, auch wenn ihm dann die Erkenntnis kommt, wenn Gott ihm die Wahrheit offenbart, er sich weigert, den Weg der Wahrheit zu gehen, oder wenn er ihn gegangen ist, zunächst einmal dann wieder abfällt, der ist natürlich in großer Gefahr,
den ewigen Tod zu sterben. Denn es heißt ja klar in der Bibel, der Sünde Sold ist der Tod. Wir lesen diesen Römer Kapitel 6. Aber es ist die Gabe Gottes, das ewige Leben. Auch hier der Unterschied zwischen Tod und Leben. Nun, einige versuchen dies herum zu interpretieren und zu sagen, ach, Tod bedeutet lediglich, dass man von Gott abgeschieden ist. Nein, die Seele, die sündigt, soll sterben, weil sie keine unsterbliche Seele ist. Also die Idee, dass die Seele des Menschen nach dem Tod in den Himmel geht oder in die Hölle oder in Limbo oder das Fegefeuer, steht nirgendwo in der Bibel. Widerspricht dem total, was die Bibel lehrt. Was ist dann die Natur des Menschen? Wiederum, 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ein Bild, das uns gleich sei. Die Elberfelder Bibel hat die folgende Anmerkung zu 1. Mose 1 und Vers 26. Wörtlich nach unserem Abbild oder Aussehen. Also wörtlich wird hier gesagt, dass Gott den Ausspruch hier tätigt, lasset uns Menschen machen, die so aussehen wie wir. Darum geht es, die so aussehen wie wir. In 1. Mose Kapitel 3 und Vers 22, nach dem Ereignis der zwei Bäume und der Tatsache, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, darauf werden wir noch in einer künftigen Predigt zu sprechen kommen. Da sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Er ist geworden wie unser einer. Auch dies zeigt, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde, aber auch, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Schauen Sie, wie die Elberfelder Bibel dies bringt, in 1. Mose Kapitel 3 und Vers 22. Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Also hier ist Gott, der Herr, wie wir noch sehen werden, Jesus Christus, der das sagt, der zu dem Vater spricht und sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und so ist der Mensch geschaffen worden nach dem Bild, nach dem Aussehen Gottes. Schauen Sie, Gott ist eine Familie, wie wir dies schon mehrfach betont haben. Und es ist das Potenzial des Menschen, teilzuwerden, Anteil zu haben an der Familie Gottes. Und deswegen ist Gott zunächst einmal derjenige, der gesagt hat, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bilde. Zunächst einmal in physischer Hinsicht, Gott ist ja ein Geistwesen. Aber es geht nicht nur um das Aussehen, es geht auch um den Charakter. Der Mensch soll das Charakterbild Gottes reflektieren. Wie ich eben schon sagte, Gott der Herr ist eine Bezeichnung im Alten Testament. Und nebenbei gesagt, wenn Sie zurückkehren mit mir zu 1. Mose 2 und Vers 5, dann finden Sie hier die erste Stelle in der Bibel, wo der Ausdruck Gott der Herr erwähnt wird. Vorher ging es um Gott, das Wort Elohim wurde gebraucht. Aber in 1. Mose 2 und Vers 5, wo es Gott der Herr ist, der noch nicht hatte regnen lassen auf Erden, da wird in der Tat auf Jahwe Bezug genommen. Wer ist Jahwe? Wer ist im Großen und Ganzen in der Bibel derjenige im Alten Testament, der mit Jahwe bezeichnet wird? Nun schauen wir uns einmal eine Stelle an im Hebräerbrief. Da wird es nämlich sehr deutlich, wer dieser Jahwe ist. Da heißt es im ersten Kapitel, in Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er, Vers 2, in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Nun, was wird von dem Sohn Jesus Christus gesagt? Vers 5. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, und dann wird ein Psalm zitiert, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann wird gesagt in Vers 8, dass Gott von dem Sohn gesagt hat, Gott, und hier wiederum wird ein Psalm zitiert, Psalm 45, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier spricht Gott zu dem Sohn,
und nennt ihn Gott. Auch hier wiederum ein Beweis, dass der Sohn Gott ist, immer schon Gott gewesen ist. Aber es geht noch weiter. Schauen wir uns jetzt Vers 9 an. Die Rede ist immer noch an den Sohn von Gott, dem Vater. Es heißt in Vers 9, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Ein Zitat aus dem Alten Testament, das bereits schon beweist, dass Gott der Vater und Gott der Sohn Teil der Gottfamilie sind. Aber jetzt Vers 10 und nun wird Psalm 102 zitiert. Immer noch spricht Gott der Vater zu dem Sohn und er sagt zu ihm, du Herr. Also Gott der Vater sagt zu dem Sohn Jesus Christus, nennt ihn Herr, du Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Schauen Sie, hier wird Jesus Christus als der Herr identifiziert, der Herr des Alten Testamentes. Gott, der Vater, sagt zu ihm, du Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Es ist also Jesus Christus, der den Menschen erschaffen hat, der die Erde geschaffen hat, der das Universum erschaffen hat, der die Erde wiederhergestellt hat nach der Rebellion Satans und seiner Dämonen gegen Gott. Und so sagt Gott zu Jesus Christus, der Vater spricht zu Jesus Christus, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und so hat Gott, der Vater, alles durch Jesus Christus, den Herrn, Yahweh, erschaffen. Nun, wie kommt es dann, dass einige behaupten, Jesus Christus habe gar nicht existiert? Wie kommt es denn, dass einige behaupten, dass Yahweh nur ein Wesen ist? Und das ist er in der Tat, wenn man das auf Jesus Christus bezieht. Aber es gibt schon einige Stellen, wenige allerdings, aber doch einige Stellen, die auch Yahweh auf Gott den Vater beziehen. Denn letztendlich ist die Bedeutung des Wortes Yahweh der Ewige, der ewig Lebende, der ewig Existierende, was natürlich für den Vater sowohl als auch den Sohn gilt. Aber in der Tat wird in den meisten Fällen mit Yahweh Jesus Christus angesprochen. Nun, Christus erschuf alles durch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Energie, die Kraft, die von sowohl dem Vater als auch dem Sohn ausgeht. Denn sonst wäre ja auch die Redewendung, der Vater hat alles durch den Sohn erschaffen, unrichtig, wenn der Heilige Geist eine Person wäre. Denn dann hätte ja der Vater alles durch den Heiligen Geist erschaffen, sehen Sie. Nein, es ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und dem Sohn ausgeht. Der Mensch wurde erschaffen zu einem Bild Gottes, das Gott gleich sein sollte. Im Aussehen, sowohl als auch in der Charakterentwicklung, im Wesen, in der Art und Weise, wie der Mensch denken sollte, leben sollte. Und so lesen wir in 2. Korinther Kapitel 6 etwas sehr Interessantes über den Menschen. 2. Korinther Kapitel 6. Und fangen wir in Vers 16 zu lesen an. 2. Korinther Kapitel 6 und Vers 16. Da fragt Gott den Menschen, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Und wir, wenn Gottes Heiliger Geist in uns wohnt, werden der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel Gottes genannt. Und so fragt er hier, nun, wenn ihr Christen seid, wenn ihr mir wirklich folgen wollt, was habt ihr dann mit Götzen zu tun? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Und jetzt werden wiederum Schriftstellen aus dem Alten Testament zitiert, die das alles schon klar und deutlich niederlegen. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist der Grund, warum der Mensch letztendlich erschaffen wurde. Dass eine enge Beziehung hergestellt werden sollte zwischen Gott und dem Menschen, dass Gott der Menschen sein würde, der unter ihnen wohnen würde. Und dass sie Gott akzeptieren sollten als den obersten Herrscher, aber auch, dass Gott sie annehmen würde als Mitglieder seiner Familie. Und so lesen wir hier in Vers 17, darum geht aus von ihnen. Hab nichts zu tun mit den Götzen, hab nichts zu tun mit dem Götzendienst, hab nichts zu tun mit der Lebensweise derer, die den Götzen anhangen. Geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein,
spricht der allmächtige Herr. Und dann werden wiederum Stellen aus dem Alten Testament zitiert, die das bereits schon zum Ausdruck gebracht haben. Es geht darum, dass wir Kinder Gottes werden sollen, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden sollen. Und wissen Sie, wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann sind wir heute bereits schon Kinder Gottes. Keine wiedergeborenen Kinder Gottes, wir sind noch nicht unsterbliche Geistwesen, aber wir sind durch Gottes Geist gezeugte Kinder geworden. Und dies wird deutlich in 1. Johannes Kapitel 3 zum Ausdruck gebracht. 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 1 bis 2. 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Gottes Töchter, Gottes Söhne, Gottes Kinder. Und wir sind es auch. Jetzt schon, als Johannes dies schreibt, waren diejenigen, die er anspricht hier, in denen Gottes Geist wohnte, bereits Kinder Gottes. Und dann sagt er etwas sehr Merkwürdiges vielleicht, aber sehr Interessantes, wenn man sich das ein bisschen näher vor Augen führt. Darum kennt uns die Welt nicht. Weil wir Kinder Gottes sind, weil wir uns absondern von den Ideen dieser Welt, der Lebensweise dieser Welt, darum kennt uns die Welt nicht, darum akzeptiert sie uns nicht, darum will sie mit uns nichts zu tun haben, weil wir nichts mit der Welt zu tun haben sollten. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Die Welt kennt Gott nicht. Schauen Sie, die Welt betet einen Gott an, der in der Bibel der Gott dieser Welt beschrieben ist, aber es ist kein wahrer Gott, es ist Satan der Teufel. Der wird in der Welt, der wird in der Bibel akzeptiert und beschrieben als der Gott dieser Welt. Und es ist dieser Gott dieser Welt, der die ganze Welt verführt hat, wie uns das Buch der Offenbarung sagt. Es ist der Herrscher dieser Welt. Aber die Welt, die unter der Herrschaft Satans ist, kennt Gott nicht. Und von daher kennt sie Gottes Kinder nicht. Kann sie nicht kennen. Und so lesen wir in Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Mit anderen Worten, wir leben immer noch im Zustand des Menschseins. Wir sind immer noch Fleisch und Blut. Es hat sich noch nicht manifestiert, was wir sein werden, nämlich Geistwesen. Aber wir wissen, sagt er hier, wenn es offenbar wird, andere Besetzungen haben, wenn er offenbar wird, wenn Jesus Christus sich offenbart, wenn Jesus Christus sich manifestiert, wenn er zurückkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, wie es heißt, dann werden wir ihm, schauen Sie, gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Als Geistwesen können wir andere Geistwesen sehen. Wenn wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, können wir Geistwesen nicht sehen. Es sei denn, sie manifestieren sich zu uns und uns gegenüber. Aber schauen Sie, was Johannes hier sagt. Dann werden wir ihm gleich sein. Was hat Gott gesagt? Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Darum geht es. Das war das Ziel, die Absicht Gottes von vornherein. Aus dem physischen Menschen ein Geistwesen zu machen, das ihm gleich sein würde. Und das ist die Lehre, die man durch die ganzen Seiten der Bibel findet, wenn man Augen hat zu sehen, wenn man Ohren hat zu hören, wenn man das akzeptiert, was hier klar und deutlich gesagt wird. Und ich versuche das alles irgendwie ins Geistliche hinein herum zu interpretieren und Abschnitte oder Abschritte zu tun von dem, was hier gesagt wird. Meine Gemeinde, ja, aber das kann ja gar nicht so zu verstehen sein, denn Gott ist ja ein Geistwesen, der ist ja gar kein Bild in dem Sinne, der hat ja gar keine Form, der hat ja gar keine Gestalt und von daher muss das eben vergeistlicht werden und man darf das also nicht buchstäblich betrachten, ist das wahr? Nun schauen wir uns einmal 4. Mose Kapitel 12 an. Wir wissen alle, dass Gott Mose erschien. Aber wie erschien er ihm? Erschien er ihm lediglich in Visionen oder war da mehr, was geschah? In 4. Mose Kapitel 12 und Vers 8, da war Gott sehr zornig über Aaron und seine Schwester Miriam. Miriam war scheinbar die
treibende Kraft hier. Und die fingen an, Mose zu kritisieren. Und Gott hat dies gar nicht so sehr gnädig aufgenommen. Und so lesen wir in 4. Mose 12, Vers 8. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, Mose. Also er sagt hier zu Miriam und Aaron, von Mund zu Mund rede ich mit ihm. Nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn, Jesus Christus, in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch da nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Er sieht ihn in seiner wahren Gestalt. Wir können uns vielleicht an die Stelle erinnern, wo Mose die Herrlichkeit Gottes sehen wollte. Und Gott sagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, du kannst mein Gesicht nicht sehen und am Leben bleiben, aber verberge dich in diese Nische hier, in diese Felsennische, und ich werde an dir vorübergehen und werde meine Hand über dich halten, aber du kannst dann mir nachsehen. Du kannst dann meine Gestalt sehen, wenn ich an dir vorbeigegangen bin. Und genau das ist geschehen. Hat Gott eine Gestalt oder hat er keine Gestalt? Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 1 an, denn hier wird die Gestalt Jesu Christi in ihrem verherrlichten Zustand beschrieben. Offenbarung Kapitel 1, angefangen in Vers 12. Und ich wandte mich um, sagt Johannes, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der wie einem Menschensohn, der war einem Menschensohn gleich. Nun, wir wissen alle, dass Christus sich wiederholt als der Menschensohn bezeichnet hat. Der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand, gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und deswegen konnte Mose Christus in seinem verherrlichten Zustand nicht in die Augen sehen. Der wäre sofort blind geworden. Aber hier sieht das Johannes in einer Vision. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Diese Erscheinung war so gewaltig, selbst in dieser Vision, dass er quasi ohnmächtig wurde. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, das A und das O, der Anfang und das Ende und der Lebendige. Ich war tot, sagt diese Gestalt hier, kein anderer offensichtlich als Jesus Christus, derjenige, der alles erschaffen hat. Er war tot. Für 3 Tage und 3 Nächte lag er tot im Grab. Seine unsterbliche Seele ging nicht in den Himmel, weil er hatte keine unsterbliche Seele. Er war ein Mensch und er starb, wie Sie und ich sterben werden. Und er war tot und im Grab für 3 Tage und 3 Nächte. Und dann hat Gott, der Vater, ihn auferweckt von den Toten. Und das wird hier gesagt. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kann er nicht mehr sterben. Jetzt ist er wieder ein Geistwesen, das er immer schon gewesen war. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, des Todes und des Grabes. Er ist derjenige, der entscheiden wird, ob sie ewig leben oder für alle Ewigkeit sterben werden. Er hat den Schlüssel des Todes und des Grabes. Wir lesen, dass alle, die in den Gräbern sind, wenn sie die Stimme Jesu Christi hören werden, herauskommen werden, auferweckt werden aus ihren Gräbern. Und die, die Gutes getan haben, werden eingehen in die Auferstehung zum Leben. Und die Böses getan haben, werden auferstehen und eingehen in die Auferstehung des Gerichtes. Der Beurteilung, und am Ende der Beurteilung wird es dann eine Verurteilung geben für die, die unvergebbare Sünde begangen haben. Und die anderen, die sich bewähren in dieser Auferstehung, die werden dann auch in das ewige Leben eingehen. Es ist die Stimme Jesu Christi, die Menschen, die in den Gräbern sind, hören werden und werden dann auferstehen. Schauen Sie, wenn wir Jesus Christus ablehnen, dann haben wir das Heil abgelehnt. Denn die Bibel sagt uns, es gibt keinen anderen, in dem das Heil ist, als Jesus Christus. Und Christus sagt, der Vater hat mir alles Gericht übertragen und ich werde dieses Gericht durchführen, zu richten die Lebendigen, die dann noch leben werden,
und die Toten, die gestorben sind, die aber dann auferstehen, wenn sie die Stimme Jesu Christi hören. Also Christus hat Form, Gestalt und auch der Vater. Aber er ist ein Geistwesen, wie der Vater auch. Und so können wir seine Gestalt nicht sehen, es sei denn, er manifestiert sich uns gegenüber. Aber er hat eine Gestalt. Und so sollen wir gleich werden seiner Gestalt. Von dem Äußeren her, aber auch, was noch wichtiger ist, von unserem Charakter her. Was hat Christus gesagt? Ihr sollt vollkommen sein. Oder besser werden. Wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es geht um Charakterentwicklung. Die Tatsache, dass das ganz wörtlich zu verstehen ist, wenn es heißt, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, ein Bild, das ihm gleich ist, das wird deutlich, wenn wir uns zum Beispiel einmal 1. Mose Kapitel 5 anschauen und Vers 3. 1. Mose Kapitel 5 und Vers 3. Denn was wird über Adam gesagt? Nun, der hat auch Kinder hervorgebracht. Natürlich physische Kinder. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde. Und er nannte ihn Seth. Also der Sohn des Adam, den er Seth nannte, der war ihm gleich. Der war nach seinem Bilde gezeugt. Jeder weiß, was hiermit gemeint ist. Der Seth sah nicht aus wie ein Löwe. Der sah nicht aus wie ein Krokodil, der sah aus wie Adam. Der war nach dem Bilde Adams gezeugt, der war ihm gleich. Wenn also Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, dann bedeutet das nicht, dass Gott irgendwie entweder keine Gestalt hat oder aber, dass er aussieht wie ein Löwe oder ein Hirsch oder ein Vogel. Nein, Gott sieht so aus, wie wir das ja auch in Offenbarung gerade gelesen haben, wie in physischer Hinsicht ein Mensch aussieht. Mit einem Gesicht, mit Armen, mit Füßen, mit Nase, mit Mund. Hunderte, tausende von Stellen der Bibel sprechen davon. Und die Menschen heute meinen, das müsste man alles irgendwie vergeistigen und man dürfe das nicht wörtlich nehmen. Und verpassen dadurch den Zug, der zum ewigen Leben führt. Denn es ist sehr wichtig zu begreifen, warum überhaupt Gott den Menschen erschaffen hat. In 1. Mose Kapitel 9 und Vers 6. Da wird wiederum gesagt, warum der Mensch erschaffen wurde, wie er erschaffen wurde. 1. Mose 9, Vers 6, da sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Nun, die Elberfelder Bibel schreibt das ein bisschen deutlicher noch. 1. Mose 9 und Vers 6 in der Übersetzung der Elberfelder Bibel, da heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Nach dem Bilde Gottes. Es wird dies deutlich immer wieder betont. Und so sehen wir, dass die Bibel lehrt, dass wenn der Mensch wieder geboren ist, wenn er aus Geist besteht, Christus sagt ja im Johannesbericht, im dritten Kapitel, wenn er mit Nikodemus spricht, dass wenn man wiedergeboren ist, dann ist man Geist, dann ist man wie der Geist. Man kann ihn dann nicht mehr sehen, diese Person. Der Mensch kann ihn nicht mehr sehen, er ist wie der Wind, aber man kann die Kraft spüren. Was aus Geist geboren ist, ist Geist, sagt Christus. Nicht mehr Fleisch und Blut. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes ja erst gar nicht ererben, wie wir lesen. Also wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Geist sind, nicht nur geistlich gezeugt sind, sondern Geist sind, dann werden wir in der Tat aussehen wie Jesus Christus. Und wir hatten die Beschreibung für Jesus Christus im Buch der Offenbarung ja gelesen. Schauen wir uns einmal in der Menge-Bibel, Römer Kapitel 8 an. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Da wird das sehr schön und sehr richtig wiedergegeben. Römer Kapitel 8 und Vers 29 in der Mengebibel, da heißt es, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, einst dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu sein.
oder gleichgestaltet zu werden. Ich lese es noch einmal. Die hat er im Voraus dazu bestimmt, einst dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und wie ich sagte, viele Stellen der Bibel beweisen, dass wir einst das Bild, das Aussehen, die Gestalt Jesu Christi im verherrlichten Zustande tragen werden. Zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 15, ich gehe jetzt wieder zurück zur Lutherbibel, 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 49. 1. Korinther 15 und Vers 49. Das sind, wenn man das sich so richtig betrachtet, unglaubliche Stellen, die uns sagen, dass Sie und ich das Potenzial haben, Gott zu werden. Ich meine, Gott zu werden. Nicht nur ein Geistwesen wie ein Engel, das wäre schon eine herrliche Berufung und Bestimmung. Nein, es geht weitaus mehr darum, dass wir Gott werden sollen. Ein Bild, das Gott total gleich sein wird. Vom Aussehen her und vom Charakter her. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir uns heute schon bereits darauf vorbereiten. Im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, lesen wir in Vers 49. Und wie wir getragen haben, das Bild des Irdischen. Und es geht um den irdischen Adam, den ersten Menschen, Adam. Wir haben also das Bild des Irdischen getragen. Wir sehen so aus, von unserem äußeren Erscheinungsbild her, wie Adam ausgesehen hat. Wie wir getragen haben, das Bild des Himmlischen, des Irdischen, so werden wir auch tragen, das Bild des Himmlischen. Wer ist der Himmlische? Nun, schauen wir uns Vers 45 an, wie geschrieben steht. Der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen oder zu einer lebendigen Seele. Und der letzte Adam, Jesus Christus, ist damit gemeint, zum Geist, der lebendig macht. Wir werden das Bild des himmlischen Adam, des zweiten Adam, Jesu Christi, tragen. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Vers 50 im gleichen Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Der Tod ist ein Schlaf. Derjenige, der stirbt, der ist am Schlafen sozusagen, er hat einen traumlosen Schlaf, er ist entschlafen. Nun aber nicht alle werden entschlafen, einige werden noch leben, wenn Christus zurückkommt. Einige, in denen Christi Geist ist. Und so sagt Paulus, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Diejenigen, die in den Gräbern sind, hervorkommen, diejenigen, die noch leben. Wir werden alle verwandelt werden. Wie? Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Sie werden ewiges Leben erhalten. Sie können nicht mehr sterben. Sie können nicht mehr verwesen. Und wir werden verwandelt werden. Vers 53. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wir werden unsterbliche Geistwesen, unsterbliche Gottwesen sein. Wir werden das Bild Jesu Christi tragen. 2. Korinther, Kapitel 3. Und lesen wir Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 3 und Vers 18. In Vers 17 angefangen, den Zusammenhang zu sehen, da sagt er, der Herr ist der Geist. Schauen Sie, Gott ist ein Geistwesen. Jesus Christus, der Herr, ist ein Geistwesen. Und so sagt er hier, der Herr ist der Geist. Oder man könnte sagen, der Herr ist Geist, wie Gott, der Vater, Geist ist. Christus sagt ja zu der Frau am Brunnen, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und so sagt er hier, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber, Vers 18, schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Also wir können sie irgendwie schon geistlich gesehen wahrnehmen, aber nicht richtig. Und wir werden, schauen Sie, wir werden verklärt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir haben schon heute eine gewisse Herrlichkeit, sollten sie haben. Aber es ist dies eine vergängliche. Aber wir werden verklärt werden in sein Bild der unvergänglichen Herrlichkeit. Und so sagt er hier,
von dem Herrn, der der Geist ist. Also Gott bereitet uns bereits jetzt schon darauf vor, dass wir einst das Bild des Himmlischen tragen werden, dass wir einst Gott gleich sein werden. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Philipper Kapitel 3 und die Verse 20 bis 21. Da heißt es, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt aber nicht, dass wir in den Himmel gehen. Das heißt, dass wir bereits im Himmel aufgeschrieben sind. Unsere Namen sind bereits im Himmel aufgeschrieben. Sie befinden sich bereits in dem Buch des Lebens. Solange sie im Buch des Lebens sind, solange haben wir die Gewissheit, dass wir ewiges Leben erhalten werden. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir sind wie Botschafter, die einer anderen Welt angehören. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten, schauen Sie, es geht darum, dass Christus zurückkommen wird auf diese Erde, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, Vers 21, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird. Wie? Dass er gleich werde. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, in letzter Konsequenz total gleich sei. Dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Und so ist Gott eine Familie. Gott, der Vater und der Sohn wollen, dass Sie und ich teilhaben an dieser Familie. Dass wir wiedergeborene Gottwesen werden in dieser Familie. Das ist der Grund, warum der Mensch erschaffen wurde. Zu einem Bild, dass Gott gleich sein sollte, total gleich. Aber Gott muss jemanden ziehen. Christus sagt, keiner kann zu mir kommen. Und wie wir ja bereits wissen, Christus ist der einzige Weg, der zum ewigen Leben führt. In keinem anderen Namen ist das Heil gegeben allen Menschen. Aber keiner kann zu Christus kommen, sagt Christus, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und heute zieht der Vater eben nur sehr wenige. Die überwiegende Mehrheit der Menschen wird in einer zukünftigen Auferstehung dann dazu gebracht werden, die Wahrheit zu erkennen. Wir nennen dies die zweite Auferstehung oder das große weiße Throngericht. Aber wenn Sie zu den wenigen gehören, die heute von Gott gezogen sind, die heute von Gott, dem Vater, zu Jesus Christus gebracht werden oder gebracht worden sind, dann haben wir eine Verantwortung. Dann haben wir die Verantwortung, so zu leben, wie Gott es von uns verlangt, weil wir nämlich ja doch gleich werden wollen. Gott, dem Vater und Jesus Christus. Der erste Adam hat versagt, dies zu tun. Das werden wir in der nächsten Predigt, einer der nächsten Predigten behandeln. Er hatte auch die Möglichkeit angeboten bekommen, den Heiligen Geist zu erhalten. Er hat das abgelehnt. Viele heute möglicherweise tun das Gleiche, machen den gleichen Fehler. Ich hoffe, dass Sie einen solchen Fehler nicht begehen. In 1. Mose Kapitel 1 lesen wir, angefangen in Vers 27. 1. Mose Kapitel 1, angefangen in Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gott hatte gerade gesagt in Vers 26, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Was hat Gott gesagt? Ich will ihr Gott sein und sie sollen meine Söhne und Töchter werden. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrsche über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Vers 29, und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Es scheint so zu sein, dass im Anfang in der Tat die Menschen Vegetarier waren. Aber das heißt nicht, dass wir heute keine Tiere oder das Fleisch von Tieren essen dürften, denn Gott macht das nachher sehr deutlich in der Bibel, aber wir sollten nur das Fleisch von reinen Tieren essen, nicht von unreinen Tieren. Wenn Sie das Fleisch von unreinen Tieren essen wollen, hauptsächlich Schwein in Deutschland und dann andere unreinen Tiere, dann nennt das Gott ein Groll. Aber wir lesen hier in Vers 30, aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel
und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so, aber natürlich nicht Kraut, das giftig war. Ich meine, das sollte an und für sich klar sein, dass Gott nicht gesagt hat, die können also alles fressen, ob das jetzt giftig ist oder nicht. Und so wird auch später Gott sagen, ihr könnt das Fleisch von reinen Tieren essen, aber nicht von unreinen Tieren, denn unreine Tiere sind eben nicht zum Verzehr, zum menschlichen Verzehr geeignet. Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Jetzt war es sehr gut. Zuvor hieß es, es war gut. Aber jetzt war es sehr gut, weil nämlich der Mensch erschaffen worden war. Das ist etwas, was Gott vorhatte. Den Menschen zu erschaffen. Ein Bild, das Gott gleich sein sollte. Und da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Also in sechs Tagen hat Gott die Erde wiederhergestellt. Und die krönende Schöpfung am sechsten Tag war dann die Erschaffung des Menschen. Kapitel 2, Vers 1. Und so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Nun, die Bibel hat verschiedene Stellen, wo sie die Worte wurden vollendet gebraucht, zumindest im hebräischen Urtext. Es bedeutet, es ist eine Erfüllung eingetreten. Die Erfüllung bestand darin, dass jetzt der Mensch erschaffen worden war. Der Mensch, der Gott gleich sein sollte. Vor der Erschaffung des Menschen gab es kein Wesen, das erschaffen worden war, das Gott gleich sein sollte. Die Engel haben nie das Potenzial gehabt, Gott zu werden. Aber der Mensch hat dieses Potenzial. Und welch eine Verantwortung geht damit einher? Vers 2. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke. Also, obwohl er an sechs Tagen die Erdoberfläche wiederherstellte, war erst am siebenten Tag der Schöpfungswoche, sagen wir einmal, oder der Wiederherstellung der Schöpfung, die Schöpfung vollendet. Wie wurde sie vollendet? Lesen wir Vers 2. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Vers 3. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Es geht hier natürlich um die Erschaffung des wöchentlichen Sabbats, einer Zeitspanne von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang. Und wir sehen hier, dass der Sabbat erschaffen wurde, als der Mensch erschaffen wurde. Es gibt keinerlei Hinweis, dass der Sabbat vor dem Menschen bereits bestand. Der Sabbat wurde für den Menschen erschaffen. Und Gott hat geruht, nicht weil er der Ruhe bedürftig gewesen wäre. Gott als ein Geistwesen wird niemals müde, wie uns das Buch Jesaja dies sagt. Er ruhte, um uns ein Beispiel zu geben, dass auch wir am Sabbat ruhen sollen. Und es heißt, er segnete den siebenten Tag. Mit anderen Worten, er machte ihn heilig. Er sonderte ihn aus zu einem heiligen Zweck. Er segnete ihn und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte. Er zeigt uns, wie wir den Sabbat halten sollen. Interessant ist auch in Kapitel 2, Vers 2, wo es heißt, er ruhte am siebenten Tage. Wörtlich heißt es, er hielt den Sabbat am siebenten Tag, im Hebräischen. Schauen Sie, viele sagen uns, der Sabbat, das war eine Erfindung des Mose, oder jedenfalls hat Gott ihm dann erst zur Zeit des Mose den Sabbat gegeben. Der Sabbat bestand seit der Schaffung des Menschen. Und der Sabbat wurde heilig gemacht. Der siebente Tag der Woche. Wir sollten alle wissen, dass der Sabbat, oder heute der Samstag, der aber Freitagabend zu Sonnenuntergang beginnt, der siebente Tag der Woche ist. Nun, einige behaupten sogar, der Sonntag sei der siebte und letzte Tag der Woche und haben sogar den Kalender geändert dahingehend, dass jetzt angeblich der Sonntag der letzte Tag der Woche sei, um die Menschen noch mehr zu verunsichern. Aber das ist nicht der Fall, wir wissen das ja genau. Der Samstag, der Sabbat, ist der siebte Tag der Woche. Es ist der Tag, der von Gott geheiligt wurde. Der Sonntag ist niemals von Gott geheiligt worden.
Und sie müssen schon die Entscheidung treffen, ob sie nun den Sabbat, der seit Beginn der Schöpfung des Menschen geheiligt wurde von Gott und der immer noch heilig ist und immer auch heilig bleiben wird, solange wie es Menschen gibt, ob sie den halten wollen oder nicht. Schauen Sie, der Sabbat bestand, wie ich sagte, lange bevor Mose. Der bestand sogar lange bevor die 10 Gebote gegeben wurden. Sie können das nachher im 2. Buch Mose Kapitel 16 nachlesen. Die 10 Gebote wurden erst im 2. Buch Mose Kapitel 20 erlassen. Nicht, dass sie da in Kraft getreten wären. Die bestanden schon seit der Erschaffung des Menschen. Und auch das können Sie sich beweisen, wenn Sie die Stellen im 1. Buch Mose durchlesen, wo von Ehebruch geschrieben wird, von Lüge geschrieben wird. Und das wird alles als Sünde betrachtet. Die bestanden schon. Der Sabbat bestand schon seit der Erschaffung des Menschen. Aber in 2. Buch Mose 16 wird wiederum auf den Sabbat angesprochen, lange bevor Israel am Berge Sinai war. Schauen wir uns aber einmal an, was Christus selbst sagt im Buch Markus. Und denken wir daran, es ist Jesus Christus, der alles erschaffen hat. Und so sagt er hier etwas sehr Bedeutsames in Markus Kapitel 2 und in Vers 27. Markus Kapitel 2 und Vers 27. Er sprach zu ihnen, denn hier waren die Pharisäer, die hatten ihn jetzt darum kritisiert, wie er den Sabbat hielt. Es ging nicht darum, dass er den Sabbat nicht hielt. Es ging nicht darum, dass er sagt, ja, ich bin gekommen, den Sabbat abzuschaffen und durch den Sonntag zu ersetzen. Schauen Sie, darum ging es nicht. Aber es ging darum, wie er den Sabbat hielt. Denn die Pharisäer, die hatten so gewisse Vorstellungen, wie man den Sabbat halten sollte. Und sie hatten aus dem Sabbat eine Last gemacht. Und Christus kam, zu zeigen, wie der Sabbat zu halten war. Und er sprach zu ihnen, Vers 27, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Schauen Sie, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Das heißt ja nicht, der Sabbat ist um des Juden willen gemacht. Die meisten Menschen meinen heute, der Sabbat sei etwas, was lediglich für die Juden gilt. Als Adam und Eva erschaffen worden sind, da gab es noch keine Juden, die kamen erst viel später. Nein, er ist um des Menschen willen gemacht worden, wie wir das gerade gelesen haben. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht worden, nicht der Sabbat oder nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das wäre die falsche Priorität, die angeblich hier oder scheinbar die Pharisäer hatten. Und jetzt sagt er in Vers 28, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Wir haben eine wöchentliche Publikation im Englischen, in der englischen Sprache. Wir nennen diese Publikation unseren wöchentlichen Update. Und wenn Sie nebenbei gesagt Englisch verstehen, genug verstehen und diese wöchentliche Publikation haben möchten, dann schreiben Sie uns, sagen Sie uns Bescheid und wir schicken sie Ihnen über E-Mail zu. Und in dieser wöchentlichen Publikation, da haben wir zum Beispiel einen Editorial und da haben wir einen Überblick über die Nachrichten der Woche, wie sie bedeutsam sind im Hinblick auf die biblischen Prophezeiungen. Und dann haben wir auch immer in jeder Ausgabe eine Frage und Antwort, Q&A. Und es ist dies ein Bibelstudium. Und in einer der letzten Ausgaben hatten wir eine Besprechung dieser Stelle in Markus Kapitel 2, die Verse 27 bis 28. Uns wurde nämlich die Frage gestellt, ja, wenn also Christus der Herr des Sabbats ist, bedeutet das dann nicht, dass wir dann halt arbeiten können und halt alle so die Dinge tun können, die man so gerne tun möchte. Und so haben wir diese Stelle einmal näher besprochen und auch gezeigt, was Christus hier gesagt hat. Und ich möchte kurz ein wenig daraus zusammenfassen. Ich habe das hier im Englischen vor mir liegen, möchte das kurz irgendwie ins Deutsche übertragen. Zunächst einmal sagen wir, dass Christus gesagt hat, deutlich gesagt hat, er sei nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Sie lesen dies in Matthäus Kapitel 5. Als ein junger Mann zu ihm kam und fragte, wie kann ich das ewige Leben ererben, der wusste, dass er es noch nicht hatte, der wusste, dass er keine unsterbliche Seele war, der wusste, dass er es von Gott erhalten musste, da sagte Christus zu ihm, willst du ins ewige Leben eingehen, dann halte die Gebote. Und dann macht er ganz deutlich, dass er von den 10 Geboten spricht. Sie lesen dies in Matthäus Kapitel 19. Wir lesen später, dass Jakobus, der Halbbruder Jesu Christi, sagte im Jakobusbrief in Kapitel 2, dass wenn man eins der 10 Gebote bricht, dann bricht man sie alle. Also wenn Sie jetzt meinen,
sie könnten den Sabbat brechen, sie bräuchten den Sabbat nicht mehr zu halten, dann sind sie der Übertretung des gesamten Gesetzes schuldig. Das gleiche gilt, wenn sie zwar keinen Mord begehen, aber Ehebruch betreiben. Das ist das Beispiel, das Jakobus hier gebraucht. Wenn sie ein Gesetz innerhalb der 10 Gebote brechen, dann brechen sie alle und sind damit ein Übertreter des Gesetzes. Und so sagt uns das 4. Gebot ganz deutlich, wie wir den Sabbat halten sollen und was wir am Sabbat nicht tun sollen. Und es wird uns ganz deutlich gesagt, dass wir am Sabbat nicht einer wöchentlichen Arbeit nachgehen sollen, um Geld zu verdienen. Sie lesen dies in 2. Mose Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Sie lesen dies in 5. Mose Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Christus sagte, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Er wurde für den Menschen gemacht. Gott gab dem Menschen den Sabbat als ein Geschenk. Ein Geschenk, das ihn bereichern sollte, das ihn in eine bessere Beziehung bringen sollte zu Gott. Der Sabbat soll dazu gebracht werden und dazu gebraucht werden, eine engere Beziehung zu Gott herzustellen. Man soll sich am Sabbat erfreuen in dieser Beziehung. Nun, die Pharisäer hatten, wie ich sagte, aus dem Sabbat eine Last gemacht. Die hatten Gesetze aufgestellt, die eine Last bedeuteten für die Menschen. Keine Freude mehr. Wir haben hier einige interessante Beispiele aufgeführt in unserer Q&A. Zum Beispiel, nach den Ideen der Pharisäer war ein Mensch schuldig, den Sabbat gebrochen zu haben, wenn er ein Blatt Papier trug oder wenn er eine Nahrung trug, die mehr wog als eine getrocknete Feige oder wenn er mehr als nur einen Schluck Milch trug oder wenn er Öl mit sich trug, das gebraucht werden konnte, um nur einen kleinen Teil seines Körpers einzusalben. Wenn ein Feuer am Sabbat ausbrach, dann durfte er nur diejenige Menge von Nahrung aus dem Hause retten, die notwendig war, um am Sabbat Essen zu sich zu nehmen. Das bedeutet, wenn also das Feuer am Vormittag ausbrach, dann konnte er möglicherweise Nahrung für 2 oder 3 Mahlzeiten aus dem Hause schaffen. Wenn das Feuer aber am Nachmittag ausbrach, dann durfte er nur die Nahrung für ein Essen aus dem Hause bringen. Und das waren so die Ideen, die die Pharisäer hatten und die natürlich jetzt den Sabbat eine totale Last gemacht hatten. Und Christus kam, um zu zeigen, wie unsinnig diese Ideen waren und wie man den Sabbat halten sollte. Er kam, wie das Buch Jesaja uns sagt, und Sie können das nachher im 42. Kapitel sich anschauen, in Vers 41. Er kam, um das Gesetz groß zu machen, herrlich zu machen, den Sinngehalt des Gesetzes uns zu erklären. Aber das bedeutet nicht, dass er den Buchstaben des Gesetzes abgeschafft hätte. Es ging darum, dass man sich auf den Sinngehalt konzentrieren sollte. Christus sagte, ihr begeht nicht nur Mord, wenn ihr jemanden wirklich tötet, ihr begeht schon einen Mord, wenn ihr jemanden anderen hasst, weil nämlich Hass zum Mord führt, wenn der Hass nicht unterdrückt wird. Und so sagt er mehrfach zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten seiner Zeit, dass sie das Gesetz Gottes abgeschafft haben, weil sie ihre eigenen Traditionen halten wollten. Und so haben sie auch den Sinngehalt des Sabbats durch ihre eigenen Traditionen irgendwie, ich möchte sagen, abgeschafft oder zumindest doch in einer Weise dargestellt, der eben nicht mehr dem Sinn des Sabbatgesetzes im ursprünglichen Sinne entsprach. Und so sagt er in Matthäus Kapitel 12, schauen wir uns dies kurz an, Matthäus Kapitel 12 und Vers 12, denn die Pharisäer, die hatten ihn auch immer darauf hin angegriffen, dass er am Sabbat heilte, dass er am Sabbat die Menschen heilte. Und die sagten, es gibt 6 Tage, an denen ihr geheilt werden könntet, der braucht nicht am Sabbat euch heilen zu lassen. Aber Christus wollte zeigen, dass es richtig war, dies zu tun. Und so sagt er in Matthäus Kapitel 12 und in Vers 12. Er gibt hier das Beispiel, wenn ein Schaf in eine Grube fällt am Sabbat, dann waren die Pharisäer in der Tat willens, das Schaf dann aus der Grube herauszuholen. Und er sagte in Vers 12, wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf, darum darf man am Sabbat Gutes tun. Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Und einen Menschen am Sabbat zu heilen, war gleichbedeutend mit Gutes zu tun. Nun, Christus war kein Arzt, der dadurch seinen Lebensunterhalt bestritt.
aber er war jemand, der jemanden am Sabbat hielt. Die Pharisäer waren auch selbst in ihrer eigenen Auffassung inkonsequent, weil die gesagt hatten, man kann also ein kleines Kind am achten Tage beschneiden, selbst wenn dieser achte Tag auf den Sabbat fiel, damit eben das Gesetz des Mose nicht gebrochen würde. Und Christus sagt, und hier sagt er mir, ich kann keinen ganzen Menschen heil machen am Sabbat. Also hier zeigt auch, wie unkonsequent die ganze Idee war. Aber schauen Sie, was er noch sagt in Matthäus Kapitel 12. Lesen wir die Verse 6 bis 8. Er gab hier wiederum Beispiele. Er gab das Beispiel, dass David, als ihn hungerte, er von den Schaubroten gegessen hat, obwohl von den Buchstaben des Gesetzes her ihm das nicht erlaubt war. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja nicht um die Ausnahmesituation von jemandem, der hungrig war. Und er sagt auch, die Priester, die brechen in Anführungszeichen den Sabbat, da sie eben am Sabbat arbeiten, aber sie arbeiten für Gott im Heiligtum. Also darum ging es ebenfalls nicht, dass die Priester jetzt irgendwo schuldig gewesen wären, den Sabbat zu brechen. Und so sagt er hier in Vers 6, ich sage euch aber, Matthäus 12, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Wenn also jemand bei ihnen ist, der hungrig ist, dann geben sie ihm zu essen, auch am Sabbat. Er sagt hier, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Ich möchte dies aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12. Da sagt er in Vers 6, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Man kann sagen, der Sabbat ist der Tag des Herrn. Nirgendwo lesen wir in der Bibel, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Vielfach bezeichnet die Bibel mit dem Tag des Herrn allerdings gar keinen wöchentlichen Tag, sondern eine prophetische Zeitspanne, die ungefähr ein Jahr vor Christi Wiederkehr beginnt. Aber hier würde diese Stelle uns klar zum Ausdruck bringen, wer in Gottes Augen der Tag des Herrn ist. Es ist der Sabbat. Warum? Weil es der Herr war, Jesus Christus, der den Sabbat schuf. Und so ist er natürlich dann auch der Herr des Sabbats. Er schuf ihn. Und weil er ihn schuf, hat er natürlich auch das Recht, uns zu sagen, wie der Sabbat zu halten ist. Und darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass er auf einmal kam und gesagt hätte, alles das, was im Alten Testament steht, ist jetzt abgeschafft. Ihr braucht den Sabbat überhaupt nicht mehr zu halten oder ihr könnt jetzt am Sabbat tun und lassen, was ihr wollt. Nein, er zeigte uns durch sein Vorbild, durch sein Beispiel, wie man den Sabbat zu halten hat. Und er hielt den Sabbat. In Lukas Kapitel 4 und Vers 16 lesen wir, dass es seine Gewohnheit war, am Sabbat in die Synagoge zu gehen und zu lehren. Wir lesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 17, dass es die Gewohnheit des Paulus war, lange nach seiner Bekehrung, den Sabbat zu halten und die Menschen am Sabbat zu lehren. Und er sagt dann den Heiden im 1. Korintherbrief in Kapitel 4, Vers 16, in Kapitel 11 und Vers 1, seinem Beispiel zu folgen, so zu leben, wie er lebte. Wie lebte er? Er hielt den Sabbat. Er sagte, folgt mir, wie ich Christus folge. Was tat Christus? Er hielt den Sabbat. Nirgendwo lesen wir, dass der Sabbat abgeschafft sei. Nirgendwo lesen wir, dass wir heute den Sabbat nicht mehr zu halten bräuchten. Wir machen uns der Übertretung des Gesetzes schuldig, wenn wir es nicht tun. Wir lesen im Jesaja-Buch. Und wiederum möchte ich dies kurz aus der Mengebibel vorlesen. Im 58. Kapitel, wie der Sabbat zu halten ist, auch heute noch. Jesaja Kapitel 58, in der Tat befindet sich diese Stelle im Zusammenhang einer Prophezeiung für die Zukunft noch. Jesaja 58 und Vers 13, da lesen wir, wenn du deinen Fuß vom Sabbat, das heißt von der Entheiligung des Sabbats, wird hier in der Anmerkung gesagt, zurückhältst. Also wenn du deinen Fuß davon zurückhältst, den Sabbat zu entheiligen, sodass du nicht deine Geschäfte an dem mir heiligen Tage betreibst,
sondern den Sabbat eine Wonne. Und den heiligen Tag des Herrn, schauen Sie, den heiligen Tag des Herrn verehrungswürdig nennst und ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge an ihm abmachst, nicht deinen Geschäften nachgehst und leeres Geschwätz verführst, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Schauen Sie, nicht nur am Sabbat, sondern am Herrn. Diese beiden Dinge sind untrennbar. Sie können wirklich nicht Lust am Herrn haben, die wahre Lust, das wahre Gefallen am Herrn, wenn sie den Sabbat übertreten, sagt uns hier Jesaja. Dann wirst du deine Lust am Herrn haben, Vers 14, und ich werde dich auf den Höhen der Erde einherfahren lassen und will dir das Erbe deines Vaters Jakob zu verspeisen oder genießen geben, denn der Mund des Herrn hat es gesprochen und zugesagt. Ganz deutlich geht es darum, dass man den Sabbat nach wie vor halten muss. Es ist ein Versprechen hier an, in diesem Falle die Israeliten, das Haus Israel, dass sie das gelobte Land einnehmen werden, was sie bislang noch nicht richtig eingenommen haben, wenn sie weiterhin den Sabbat halten. Christus ist der Herr des Sabbats. Auch hier möchte ich kurz aus der guten Nachricht vorlesen. In Markus Kapitel 2 und Vers 28. Wie das hier übersetzt wird. Markus Kapitel 2 und Vers 28. Was ist damit gemeint, wenn Christus sagt, er sei der Herr des Sabbats? Nun, hier wird es sehr anschaulich dargestellt. Markus Kapitel 2 und Vers 28. Da sagt er, angefangen in Vers 27, Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Also hat auch der Menschensohn das Recht zu bestimmen, was am Sabbat geschehen darf. Der Menschensohn hat das Recht zu bestimmen, uns zu sagen, was am Sabbat geschehen darf. Und er hat es uns in der ganzen Bibel hindurch gesagt. Und wir sollten jetzt nicht versuchen, irgendwie da eigene Regeln, Ideen aufzustellen. Wir sollten uns an das halten, was die Bibel sagt. Die Gebote Gottes sollten keine Last für uns sein. Die Pharisäer haben eine Last aus den Geboten gemacht. Aber 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3 sagt uns, dass die Gebote Gottes für uns keine Last sein sollten. Wir sollten sie halten und wir sollten und müssen sie so halten, wie uns die Bibel dies gebietet. Schauen Sie, der Sabbat ist heute nach wie vor da, ihn zu halten. Der ist nicht abgeschafft. Zum Abschluss eine Stelle im Hebräerbrief, die das deutlich macht, allerdings leider nicht in der Lutherbibel. Aber zunächst möchte ich es aus der Lutherbibel vorlesen, um zu zeigen, wie Luther es hätte besser wissen sollen. Der war ja nicht dumm. Der kannte ja Hebräisch und Griechisch. Und er hätte es durchaus richtig übersetzen können. Aber weil er so vorgefasste Meinungen hatte, weil er zum Beispiel meinte, man solle nach wie vor den Sonntag halten, obwohl er zugab, dass diejenigen wie zum Beispiel die Waldenser, die ja lehrten damals zu seiner Zeit, der Sabbat müsse gehalten werden, die hätten die besseren Argumente gehabt. Der hatte das schon verstanden. Aber der hat gesagt, ja, aber um einen unnötigen Aufruhr zu vermeiden, sollte es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Und so hat er sich auch geweigert, hier in Hebräer Kapitel 4 die Stelle richtig zu übersetzen. In Hebräer Kapitel 4 und Vers 4 übersetzt er die Stelle wie folgt. Hebräer 4 und Vers 4. Zunächst einmal sagt er, so hat er, also Gott, an einer anderen Stelle gesprochen vom siebenten Tag. Und dann zitiert er 1. Mose 2 und Vers 2. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Also klar wird hier der Sabbat angesprochen. Aber jetzt Vers 9, da übersetzt er, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Was ist der Ausdruck für Ruhe im Hebräischen? Nun, in der Elberfelder Bibel liest sich Hebräer Kapitel 4, und Vers 9 wie folgt, Hebräer 4 und Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Oder besser übersetzt, wie es Luther zumindest in der Beziehung getan hat, also bleibt noch eine Ruhe oder Sabbatruhe für das Volk Gottes bestehen. Was ist mit Sabbatruhe gemeint? Nun, gemeint ist, am Sabbat zu ruhen. Schauen Sie, das Wort im Griechischen ist das Wort Sabbatismus. Und das Wort Sabbatismus hier in dieser Stelle, das ergibt sich ja schon aus der Bezeichnung, bezieht sich auf den Sabbat. Und so haben einige Übersetzungen
das deutlich gemacht. In vielen Fällen hier im Hebräer Kapitel 4 wird das Wort Ruhe auch gebraucht, aber da ist ein anderes griechisches Wort vorhanden. In den meisten Fällen steht das Wort Katapausis für Ruhe. Aber hier in Hebräer Kapitel 4 und Vers 9 wird eben gerade das Wort Katapausis nicht gebraucht, sondern das Wort Sabbatismus. Was bedeutet, und wir können das in jedem einschlägigen Wörterbuch, in jeder Enzyklopädie nachschlagen, das Einhalten oder das Beobachten des Sabbats. Und die Menge Bibel hat es auch so übersetzt. Die neue King James Bibel hat es übersetzt. Das Halten des Sabbats. Die NIV, eine englische Bibel, hat es übersetzt. Die RSV, eine andere englische Bibel, hat es so übersetzt. Klar und deutlich darauf hinweisen, dass es hier um das Halten des Sabbats geht. Die beste Übersetzung findet sich in der englischen Lamsa-Bibel. Und die schreibt, es ist daher weiterhin die Pflicht des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Darum geht es. Wenn Sie zum Volk Gottes gehören wollen, wenn Sie zu denen gehören wollen, die bei der Wiedergeburt ein Gottwesen sein werden, völlig gleich dem Bild Gottes, dann beginnen Sie besser, den Sabbat zu halten. Denn wenn Sie es nicht tun, wie wir das gesehen haben, haben Sie keinerlei engen Kontakt mit Gott. Schauen Sie, der Sabbat ist das Zeichen, das uns, die wir den Sabbat halten, von der Welt, die es nicht tut, absondert. Es identifiziert uns als das Volk Gottes. Und so hat Gott am Anfang, als er den Menschen schuf, den Sabbat erschaffen. Und solange wie es den Menschen gibt, solange wird der Sabbat als heilige Zeit bestehen bleiben. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und werde dann in der nächsten Predigt mit den Ereignissen im ersten Buch Mose fortfahren.